Honey. Pimmelmädchen, Tunden, Transen, Dragqueens, Bartdamen, Teilzeitfrauen. Manchmal trans, aber nicht immer sexuell. Die Begriffe sind so vielfältig wie die Charaktere und ich weiß nie, welche politisch korrekt sind. Sie verwirren mich ein bisschen. Aber die Botschaft ist klar. Willkommen, um zu glitzern und Geschlechterrollen über den Haufen zu werfen. Ich mach Drag, weil ich gar nicht anders kann. Ich will mehr wissen und stürze mich einen Tag und eine Nacht in diesen Mikrokosmos aus Haarspray, großen Gefühlen und Gummibrüsten. Wir treffen jetzt Barbie Breakout, eine echte Szenegröße. Sie ist Drag Queen, seit sie so 14 ist und ihre Autobiografie heißt Tragisch, aber geil. Ich dachte mir, das ist vielversprechend für ein Interview mit uns. Hi, mein Schatz. Hallo. Hast du es gefunden? Ja, sehr gut. Komm rein. Wie lange hast du gebraucht? Heute insgesamt 3,5-4 Stunden. Ich habe mir aber wirklich Zeit gelassen. 3 Stunden sind Durchschnitt mit Rasieren, Schminken und Brüste machen. Also oberste Regel, wenn man Titten haben will, ist Essen als Transe. Man muss tatsächlich ein bisschen Gewebe haben, dass man pushen kann. Ansonsten wird es nichts. Und der Rest, hier ist tatsächlich viel geschminkt. Was einen natürlich schon interessiert, was ist mit deinem Penis? Ist da unten Freestyle oder kommt der auch weg? Was würdest du denn in Bezug auf Penis als Freestyle bezeichnen? Dass er da so chillt, ganz normal. Nee, chillen ist in Drag eigentlich gar nicht körperlich. nein, ich habe mehrere enge Höschen an und das ist alles nach hinten gequetscht. Ich tacke aber nicht, wie das die Amis machen. Die drücken sich ja die Hoden tatsächlich oben in die Bauchhöhle zurück und kleben sich den Rest nach hinten. Nein. Das ist mir dann doch ein bisschen radikal. Schon als Kind hat sie sich mehr nach Mädchen gefühlt und sich statt Timo Tina genannt. Drag war dann ein Weg, das ausleben zu können, ohne sich für ein Geschlecht entscheiden zu müssen. Auch wenn es nicht immer leicht ist. Also mir tut jeder Körperteil weh. Ich kann nicht atmen. Ich bin wund jetzt schon an Stellen, an denen man normalerweise nicht wund wird. Drag ist nicht für Pussys tatsächlich, sondern es ist... Tut echt tatsächlich sehr weh. Die Hälfte tut weh und überhaupt ist es super anstrengend. Warum tut man sich das denn an? Du, ich mach Drag, weil ich gar nicht anders kann. Also es ist Teil meiner Identität, es ist Teil meiner Gender Expression. Es gehört für mich einfach zu meinem Leben dazu. Für mich ist das Anziehen von Frauenklamotten an sich überhaupt nicht sexuell besetzt. Oh, hallo. Ja. Es muss schon glitzern, ne? Also ich hab's gerne als glitzern. Ja. Die Männer, die ich dann aber haben kann, wenn ich so aussehe, wie ich dann aussehe, lasse ich mir natürlich aber auch nicht durch die Lappen gehen. Sind das denn andere, als du sonst haben könntest? Das sind Heteromänner, also Männer, die sich als hetero identifizieren. Ja. Ach was. Und schwule Männer würden mich so meistens nicht anfassen wollen. Also, weil es zu weiblich ist. Ja, also ich meine, Schwule haben ja diese Fetischisierung auf alles, was männlich ist und kerlich ist, da nehme ich mich selber gar nicht aus. Bekannt geworden ist Barbie durch ein virales Video vor ein paar Jahren, in dem sie sich vor laufender Kamera den Mund zunäht. Ja, zunäht. Zu der Zeit gab es in Russland massive Übergriffe auf Schwule und die Anti-Homo-Gesetze der Regierung haben das Ganze noch bestärkt. Interessiert hat es international aber niemanden. Ich habe mich einfach gefragt, was kann ich von hier aus tun mit den Mitteln, die ich habe, um zumindest das Augenlicht, das Augenmerk der Gesellschaft, der Welt irgendwie auf diese Geschichte zu richten. Wie kann ich helfen, dass das nicht immer wieder passiert? Diese ganze Homo- und Transphobie-Nummer erschließt sich mir nicht. Da tut jemand das, was ihn glücklich macht. Niemandem wird was genommen. Wo ist bitte das Problem? Ich habe als Teenager eigentlich wöchentlich auf die Fresse bekommen von irgendwelchen Leuten, weil ich halt geoutet war. Also ich würde jetzt keine Öffentlichen mehr fahren zum Beispiel. Ich fahre immer Taxi. Tatsache? Ja. Das würde ich nicht. Weil du dann einfach keinen Bock auf die Konfrontation... Weil, also ich möchte mich nicht unwohl fühlen, ich möchte mich nicht als Freak fühlen, als Außenseiter, ich möchte nicht verlacht werden, ich möchte nicht angegriffen werden. Ich bewundere Leute, die das können, ich bewundere Leute, die mit Selbstverständlichkeit im Fummel-U-Bahn fahren. Ich kann das nicht. Das Gegenstück zur Drag Queen ist der Drag King, also eine Frau, die in eine Männerrolle schlüpft oder so ähnlich. Wir sind jetzt auf dem Weg ins Schwutz, ein traditionsreicher Club hier in Berlin. Aber vorher holen wir noch einen Drag King ab. Das war gar nicht so leicht, einen zu finden, weil irgendwie viel mehr Männer das tatsächlich machen. Aber jetzt haben wir einen und er heißt Ryan Stecken. Ja. Ich muss mal direkt fragen, wenn ich dich so sehen würde auf der Straße, ich würde sofort anfangen zu überlegen, ist es ein Typ oder ist es eine Frau? Und damit wäre ich ja nicht die Einzige. Eigentlich spielt es ja keine Rolle. Warum glaubst du, geht immer gleich dieser Automatismus an bei den Leuten? Das ist halt ansozialisiert. Ich meine, von klein auf, ist es ein Junge oder ein Mädchen? Blaue Klamotten, rosa Klamotten, das ist halt so in uns drin. Ja. Und, nervt dich das? Nö, nicht unbedingt. Also, die Kunstfigur existiert ja, um die Leute so zum Denken zu bringen, zum Nachdenken zu bringen. Ich liebe das, wenn Leute mich angucken und denken, was? Für mich ist das nicht eine Figur, die ich spiele oder eine Rolle, die ich spiele, sondern es ist einfach eine
Verlängerung von mir selbst quasi. Und ja, und ich bin halt sehr politisch, ich bin sehr darauf bedacht, Gender in Frage zu stellen und Genderbarrieren auch zu durchbrechen. Ist dir schon mal was Richtiges passiert auch so oder bist du nur angeglotzt? Die meisten interessiert das überhaupt nicht. Die Drags, mit denen wir jetzt gesprochen haben, die haben schon andere Sachen auch erzählt, aber das waren alles Männer. Ja, ja, das ist Männer in Frauenkleidern, ist immer noch mal was anderes. Ja. Ich bin fast ein bisschen safe, es sei denn, ich werde als Mann gelesen. Ich kann ja auch als Mann, wenn ich abgeklebt bin und so, kann ich auch als geschminkter Mann gelesen werden und dann wird es halt gefährlich für mich. Bist du jetzt schwul, stehst du auf Frauen, stehst du auf Männer, was ist da los? Ich darf alles. Für mich ist das halt irrelevant. Gender ist für mich komplett irrelevant. Es gibt ja auch nicht nur Mann und Frau, es gibt ja auch Dinge dazu, also Menschen dazwischen. Es gibt Transmenschen, es gibt Transmenschen, die sich operieren lassen, es gibt Transmenschen, die sich nicht operieren lassen, es gibt intersexuelle Menschen, es gibt non-binary, es gibt einfach alles. Und warum sollte ich mich da festlegen? Es kommt einfach auf den Menschen an für mich. Ja. Das klingt ja ganz schön rosig alles, oder? Das ist halt wirklich auch so eine Wahlfamilie. Ne? Also ja, ne? die ganzen Drags oder die Leute, die man um sich rum hat, das wird dann irgendwann auch so eine zweite Familie, die man sich halt aussuchen kann. Aber ist das auch real oder ist das so eine Nachtlebenfamilie? Das ist eine real Familie. Die sind auch da, wenn du nicht geschminkt bist. Okay, also Tunten sind vorrangig Männer in Frauenrollen, die in den 80ern politische Pionierarbeit geleistet haben, aka Polit-Tunten. Aber auch Frauen können Tunten sein, siehe Stecken. Und Drag ist letztlich die Übertreibung und das Durchbrechen von Geschlechterrollen. Heißt aber nicht, dass man automatisch gay ist oder sein Geschlecht wechseln will. Fräulein Weinhaus legt heute Abend auf. Es ist Lady Gaga Night, deswegen das Fleischkleid. VMA-Verleihung 2010, ihr erinnert euch. Erzähl mal, was ist ein Jackie O. Weinhaus so für ein Typ? Also meine Freunde würden mich, glaube ich, mit sehr laut beschreiben. Meistens gut gelaunt, lustig, hat zu wenig an und gibt einen Scheiß auf vorgegebene Rollen. Glaube ich. Würde ich sagen. Ja, tut sie. Und jetzt legt sie sich ein Steak auf den Kopf. Natürlich mache ich die Travestie nicht, um anderen Leuten so gefallen, sondern ich mache das für mich. Ich weiß, dass ich in dem, was ich mache, ziemlich cool bin und freue mich darüber, dass ich das so machen kann, dass ich zu mir selbst gefunden habe und das einfach so auslebe. Zu sich selbst finden, sich ausleben. Wie schön, wenn man das kann. Auf den Anblick von geschminkten Männern kommen trotzdem viele nicht klar. Das hat tatsächlich in der Regel immer einen sehr frauenfeindlichen Hintergrund, weil die Frau ist ja immer noch das schwache Geschlecht. So. Und der Mann ist das starke Geschlecht. Und wenn der Mann praktisch sich selbst freiwillig in die Rolle des Verlierers begibt, dann verliert er an gesellschaftlichem Ansehen. Verstehe. Und deswegen denke ich, dass da viele Menschen, die ihr Hirn nicht benutzen, ein Problem mit haben. Also ich finde für mich, dass ich eigentlich ziemlich stark bin, weil ich traue mich halt auch, so über die Straße zu latschen und mich mit der ganzen Gegenwehr auseinanderzusetzen, die mich da eilt. Ja. Das ist echt ekelhaft. Ich will ja nicht riechen wie Hackfleisch, oder? Nee. Ich bin der Ansicht, dass Travestie immer einen Bildungsauftrag hat, weil ich ja durch mein bloßes Erscheinungsbild bereits Leuten was vermittle, was sie noch nicht kennen. Also ich will nicht sagen, dass ich sie belehre, aber ich zeige ihnen neue Facetten auf. Ich habe aus Versehen mit meinen besten Freunden vor 2 Jahren ein politisches Kunstprojekt erschaffen, das ist die TFD, die Travestie für Deutschland. Angefangen hat alles mit Wahlplakaten, die die AfD aufs Korn nehmen. Inzwischen gibt es auch solidarische Aktionen mit Homophobie-Opfern aus anderen Ländern und Videos zur politischen Lage. Die GroKo macht ernst in Sachen Nachhaltigkeit und Umwelt. Ökostrom wird teurer, dafür wird das Fliegen billiger. Sozis und Christdemokraten, danke für nichts. Bis die Show beginnt, haben wir noch Zeit. Dieser Laden ist eine einzige surreale Welt. Ich fühle mich ein bisschen wie Alice im Wunderland kurz nach dem ersten Türchen. Anna Klatsche, musst du auch erstmal drauf kommen. Mit den Namen ist es übrigens so, entweder wird man getauft von einer Tuntenmutter oder man sucht sich den selber aus, am besten geschmeidig klingend und doppeldeutig. Das hier ist Chias Legs, weil sie die längsten Legs der Berliner Drag-Szene hat. Bist du nicht Vegetarierin? Ich bin Veganerin meistens. Ja. Alles für die Kunst.
Sieht toll aus. Ja, ne? Also ich bin eigentlich im Großen und Ganzen ganz zufrieden dafür, dass ich wahnsinnig hangover bin von gestern. Ja. Ich habe gestern getrunken. Und dann heute mal nur Fleisch. Ja, dann habe ich heute gedacht, einfach zur Beruhigung der Magenschleimhaut, so als therapeutisches Mittel, lege ich mir jetzt Steak auf den Kopf. Ja, ja. Und was legst du auf heute? Gaga? Natürlich. Welche Songs? Erzähl mal. Also Teeth, Come to Mama, ja. Fashion finde ich ganz toll. Was habe ich erschaffen? Das. Scheiße. Sekt. Ja, hol mal. Wer bist du denn heute Abend? Ich mache heute die Show eigentlich mit meinen vier Tänzern. Haben wir eine 20 Minuten Lady Gaga Tribute Show auf die Beine gestellt und tanzen unseren Arsch ab auf der Bühne. Ich habe ja eigentlich angefangen mit einer Parodie auf Conchita Wurst. So, da, mit dem bin ich ich wusste noch gar nicht richtig, ob ich Drag machen will oder nicht. Ich habe eigentlich mehr eine Parodie gemacht und die ist dann ziemlich gut angekommen. Und so bin ich eigentlich da reingerutscht, eigentlich mehr oder weniger. Für mich ist das eine Art, eine Kunstform oder eine Ausdrucksform. So, Luft anhalten, 3, 2, 1. Alter Drag-Queen-Trick, Haarspray ist besser als jeder Make-up-Fixierer. Ist gut. Wenn immer ich in Drag bin, hat das sehr wohl was mit Politik zu tun, weil das ist ja ein Statement, dass du als Mann in Frauenkleidern dich auf eine Bühne stellst, ist total politisch. Und auch ist ein großer Teil von mir auch. Und ich war ziemlich desillusioniert so vor 3-4 Jahren, dass ich gemerkt habe, oh, so die politische Welt und dieser Rechtsruck, das macht schon auch was mit uns. Wir rücken näher zusammen als Community, aber ja, also es geht wieder zurück so. Auf jeden Fall 2-3 Schritte zurück. Und das macht auch ein bisschen Angst, ne? Ja. Ja, man würde so denken, dass sich so eine Gesellschaft immer chronologisch entwickelt, aber... Das war so mein Verständnis. So bin ich aufgewachsen, dass es eigentlich immer besser wurde. So. Und mit dem Selbstverständnis bin ich auch am Prides gegangen und merke jetzt so, okay, es ist wichtig, dass wir auf die Straße gehen und uns zeigen und nicht klein beigeben. Ja. Ja. Was meine Message eigentlich ist auf der Bühne, auch heute, ist sozusagen, dass wir also alle an einem Strang ziehen sollen. Und was die Gegner machen, ist, sie wollen uns teilen und uns schwächen. Und ich glaube, das wäre schade, würden wir in die Falle reintappen. Eigentlich eine super Message für das einzustehen, was man liebt und was man macht und für Liebe eigentlich zu kämpfen. Ja, ungefähr so sieht das dann aus. Also man denkt, glaube ich, immer so von außen, dieses Drag ist nur so Bling-Bling und Glitzer und Aufmerksamkeit. Ist es für viele auf jeden Fall auch. Aber es steckt irgendwie für jeden so was ganz Persönliches dahinter, habe ich gemerkt. Und ganz unterschiedliche Motivationen, das zu machen. Letztlich geht es darum, grenzenlos frei man selbst zu sein. Ich glaube, das ist sehr gesund. Aber das letzte Wort hat die Breakout. Wir leben in einer Gesellschaft, zumindest hier bei uns, die ja deutlich geprägt ist, auch durch ein sehr krankes Männlichkeitsbild. Also Männlichkeit eben heißt, stark sein müssen, schlucken zu müssen, keine Emotionen zu zeigen, Härte zeigen, so. Und ich glaube, dass auch heterosexuelle Männer, Cis-Männer darunter sehr leiden eigentlich. Mhm. Und dass jedes bisschen Ausscheren von dieser Norm eben fast schon als Affront gesehen wird, weil man quasi den Leuten auch zeigt, wie es anders sein könnte. Und dass darauf antworten viele Leute entweder mit Angst oder mit Aggression. Ich wünsche mir, dass wir alle ein bisschen selbstverständlicher wir selbst sein können, ohne dass uns jemand deswegen mit dem Leben bedroht oder körperlich an die Wäsche will oder so. Das wäre sehr schön, wenn die Leute verstehen, dass wir niemandem was Böses wollen, sondern einfach nur uns selbst ausdrücken. Wir tun ja wirklich keinen Mal. So, Drehschluss. Ich bin auf eure Kommentare auf jeden Fall gespannt. Nächste Woche gibt es dann wie gewohnt das Q&A. Falls ihr Fragen an die Queens und Kings selber habt, dann leite ich die auch gerne weiter, dass sie die beantworten können. Und wir gehen jetzt noch einen Schnaps trinken bei Rheinstecken.